Einen schönen guten Abend, liebe Gäste im Filmmuseum Frankfurt, zur Vorführung von Riff Raff von Ken Loach aus dem Jahr 1991. Warum habe ich diesen Film ausgesucht? Ich bekenne mich ganz offen, ich bin ein totaler Ken Loach-Fan. Ich liebe diesen Menschen, diesen Regisseur, ein großartiger Regisseur des britischen sozialen Kinos, kann man sagen. Er hat eine Reihe von wirklich Meisterwerken geschaffen, wie ich finde. Und dieser Film, kann man so sagen, war auch eine Art später Durchbruch für Ken Loach und für mich auch eine Offenbarung, weil ich habe überhaupt zum ersten Mal einen Film von Ken Loach gesehen. Das war relativ kurz nach dem Mauerfall. Ich bin damals natürlich sehr exzessiv in die Kinos gegangen und habe alles so in mich aufgesogen, was ich bis dahin in der ehemaligen DDR nicht so sehen konnte. Und diesen Film, kann ich mich gut erinnern, den habe ich in London gesehen bei einem Festival. Und ich war schwer beeindruckt, anders kann man das nicht sagen, weil hier kam ein Ton zum Schwingen, der mir im deutschen Kino einfach komplett fehlte. Eine Sicht auf soziale Wirklichkeit, eine Sicht auf soziale Underdogs, auch auf Arbeiterfiguren. Die 90er Jahre in Deutschland waren ja so eine Hochzeit der deutschen Komödie, kann man sagen. Ja, so als hätten wir in diesem Land keine Probleme. Und ich fand von Ken Loach, aber auch von Mike Leigh, von diesen Regisseuren konnte man eine ganze Menge lernen, wie man filmisch auf einem hohen Niveau auch auf Politik, auf gesellschaftliche Zustände reagieren kann. Ne? Und Riff Raff, auf Deutsch heißt das übrigens Gesindel, der spielt ja auf einer Baustelle, da wird ein Krankenhaus, ein ehemaliges Krankenhaus, Luxus saniert, da werden schicke Wohnungen reingebaut, das soll jedenfalls mal da entstehen. Und der Film begleitet so eine Handvoll Bauarbeiter, ja, also die Hauptfigur von Robert Carlyle, übrigens gespielt, der später einen großen Durchbruch gehabt hat als Schauspieler, die Hauptfigur kommt ja gerade aus dem Knast und versucht irgendwie sich durchzuschlagen. Und schon dieses Ensemble, was Ken Loach wählt, zeigt seine Sicht auf die Gesellschaft, nämlich von unten zu gucken. Dass es aber trotzdem keine dröge Sozialstudie ist oder sowas, hat natürlich damit zu tun, dass da ein großartiger britischer Humor vorherrscht in diesem Film. Denken Sie an meine Worte, wenn Sie die Beerdigungsszene sehen, die da vorkommt, aber auch viele andere schöne Momente und das dann wieder auch gepaart mit ganz viel Zartheit, auch durchaus Solidarität zwischen diesen Leuten, die ja soziale Underdogs sind. Also das ist sehr, sehr herzerwärmend für mich und treibt mich immer wieder voller Begeisterung in die Filme von Ken Loach, der auch übrigens ja auch eine sehr eigene Produktionsmethode hat. Für diesen Film zum Beispiel hat er überhaupt nur Darsteller besetzt, die schon mal auf dem Bau gearbeitet haben, also die auch eine gewisse Lebenserfahrung mitbrachten. Häufig dreht Ken Loach seine Filme komplett chronologisch. Das heißt, die Schauspieler spielen die Geschichte in der Reihenfolge, wie sie auch im Drehbuch geschrieben ist. Es ist aber auch ganz oft so, dass sie gar nicht das Drehbuch kennen. Also er führt sie Schritt für Schritt durch den Ablauf der Geschichte, um sie auch gegebenenfalls mit Wendungen zu überraschen. Das ist eine hochinteressante Arbeitsweise, wie ich finde, die immer wieder zu fantastischen Ergebnissen führt im Kino von Ken Loach. Ich hatte das große Glück, ihn mal interviewen zu dürfen für eine Retrospektive im Filmmuseum in Potsdam zur Eröffnung. Da war er da und da habe ich halt auch einen Menschen kennengelernt, der genauso ist wie seine Filme. Ja, der mit dieser Liebe, mit dieser Wärme auf die Menschen guckt, mit einem sozial-solidarischen Blick für die Verlierer dieser Gesellschaft. Ken Loach ist Kommunist, der attackiert unsere Welt von links. Und das tut er unermüdlich. Mittlerweile ist er wieder 80 und diese Tage in Cannes läuft sein neuester Film. Und ich hoffe, wir werden noch viele von ihm zu sehen bekommen. Jetzt hier für Sie Riff Raff. Ich wünsche ganz viel Spaß mit diesem Meisterwerk von Ken Loach.